Circa 4,8 Millionen Fahrgäste pro Jahr, 38 Kilometer Streckenlänge und das auf zwei Linien. Die Salzburger Lokalbahn ist eine Regionalbahn, die Salzburg mit den umliegenden Gemeinden verbindet. Als Triebfahrzeugführer oder Führerin der Salzburger Lokalbahn steuert man Züge, überwacht die technischen Systeme, sorgt für die Sicherheit der Fahrgäste und gewährleistet einen pünktlichen und effizienten Betrieb im regionalen Bahnnetz. Die täglichen Herausforderungen für eine Triebfahrzeugführerin oder einen Triebfahrzeugführer sind, dass er immer 100% bei der Sache sein muss. Er hat teilweise sehr frühe Dienstbeginne. Wir fangen manchmal um 4 Uhr oder vor 4 Uhr in der Früh schon an. Wir arbeiten bis 3 Uhr in der Früh und wir arbeiten auch von Montag bis Sonntag. Das heißt, es kann auch sein, dass man am Wochenende dazu bereit sein sollte, dass man zur Arbeit kommt. Christian Kastner ist bereits seit 14 Jahren bei der Salzburg Linienverkehrsbetriebe GmbH und liebt seinen Job. Warum man das so Spaß macht, das ist, ja, also man arbeitet mit sehr vielen verschiedenen Leuten, man ist sein eigener Chef am Zug. Die unterschiedlichen Arbeitszeiten und auch die Einschulung von den neuen Mitarbeitern bereiten mir wahnsinnigen Spaß. Im aktiven Betrieb befinden sich momentan 3 Triebfahrzeugführerinnen und 28 Triebfahrzeugführer. Ein spannender Arbeitsalltag ist hier garantiert. Zuerst im Endeffekt das Fahrzeug aufrüsten, also mit Aufbügeln, Einschalten, durch einen Rundgang ums Fahrzeug, durchs Fahrzeug durchgehen, ob alles in Ordnung ist, alle Lampen vorhanden sind, Sicherheitseinrichtungen alles überprüfen, Dienstantrittsmeldung natürlich nicht vergessen. Und dann geht es ja schon los mit den ersten Fahrgästen, was dann kommen, und dann fahren wir halt unsere Züge. Laufende Erneuerungen und immer am Puls der Zeit, die Salzburger Lokalbahn steht nie still. Wir haben vor kurzem einen Bahnhof Bürmus neu gemacht, den haben wir mit einer PV-Anlage ausgestattet. Was uns auch zugutekommt, ist das Klimaticket. Mit dem Klimaticket steigen sehr viele Leute auf den öffentlichen Verkehr um. Wir haben zusätzlich sehr viel Papier eingespart, weil wir die ganzen Schulungen jetzt digitalisiert haben. Und unsere Fahrzeuge sind jetzt alle auf LED umgerüstet worden. Für mich ist es eigentlich schon wichtig, CO2-neutral unterwegs zu sein. Ich fahre in der Freizeit sehr viel mit dem Zug. Und es ist halt einfach ein kleiner Teil, dass wir die Klimaziele erreichen können. Wenn auch Sie Interesse an einem Job bei der Salzburg Linienverkehrsbetriebe GmbH haben, bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.